Regnet es im Hühnerhaus, holt der Hahn das Shampoo raus. Servus, ich bin Chuck und präsentiere dir wieder die Map News. Erstens wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Heute gibt es wieder neue Karten. Wie, was und wann. Auch die Updates sehen wir uns natürlich im Laufe dieses Videos an. Und nicht vergessen, die Download-Links und die Timestamps sind in der Beschreibung. Und natürlich abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Willkommen auf der Hermannseck V2 bzw. V1. Und diese Karte ist von Metal Gear 1. Erstens, man braucht diverse Mods, damit diese Karte richtig funktioniert. Die sind bei Forbidden Mods natürlich alle unten verlinkt. Einfach draufklicken und downloaden. Und weiters gibt es auch noch diverse andere Mods, die man dazu nehmen kann, wenn man möchte. Wie zum Beispiel Seasons oder die ganzen Mais Plus Mods. Beziehungsweise Erweiterungen. Und manche haben es sicher schon gesehen, wir haben hier Mutterfuhren, nämlich Roggentritikale, Dinkel, Luzernekli, Ackergras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln und Elefantengras. So, Zuckerrohr und Baumwolle ist nicht dabei, wenn ich richtig sehe. Ist nichts dagegen einzuwenden, vor allem von meiner Seite her. So, Verträge haben wir dann, keine Steuerfahrzeuge. Und Verkaufsstellen. Wie schaut das aus? Hackschnitzel kann man nicht verkaufen. Stört mich persönlich ein bisschen. Sagen wir so. So. Fast alles kann man verkaufen. In puncto Mutterfrut. Dann. Wie schaut die Wählaufstellung aus zum Kaufen? Schaut recht gut aus. Es gibt sogar einen Wald zum Kaufen. So, man hat zwei Höfe. Der eine ist im Norden, der eine im, sagen wir, im Osten. Im Norden, der Haupthof, den man von Anfang an hat, ist der Kuhstall. Ist der Kuhstall, ein Schweinestall, Hühner, Hofsilo, Futter, alles drum und dran. Unten sind dann nur die Kühe. Es gibt dann noch einmal Schafe, beziehungsweise zweimal Schafe und ein Schweinegehege. Die Schafweiden sind extra zu kaufen. Das ist einmal was Schönes, BGA. Und so weit, so gut. So, der erste Hof. Klein, na gut, klein ist er nicht, aber fein. Also rein von dem her schaut er gut aus. Gut. Karte an und für sich hat was. Die hat wirklich was. Und ich hoffe, sie kommt im LS22 auch raus. Aber hoffentlich nicht zum Schluss des LS22, des neuen Teils. Weil es wäre wirklich schade, diese Karte ist wirklich, also vom Aussehen her schaut sie wirklich geil aus. Also mir gefällt diese Karte. So, BGA haben wir da, haben wir irgendwo ein Sägewerk, Kalk, Saatgut. Angeblich kann man beim Händler auch alles Restliche kaufen, aber das ist eine Kuhweide. Ja, Sägewerk haben wir da. Das ist was anderes, aber auch interessant. So. Na, perfekt. Also, diese Karte gefällt mir wirklich sehr gut. Obwohl teilweise so halbwegs richtige Bälle sind, aber sind eher die Ausnahme, dass man wirklich rechteckige Bälle hat. Und ich kann nur eins sagen, beziehungsweise ich habe eine Bitte an den Mapper, bitte, bitte, bitte einmal in den LS22 kommentieren. Diese Karte ist wirklich genial. Also, die ist 1A.
meine Top-Empfehlung zu spielen. Gut, dann geht es weiter. So, und weiter geht es mit der Agrofeuchfudina von Passirtina. So. Gut, diese Karte hat insgesamt 15 Felder und Wiesen. Und man besitzt schon die ganze Karte. So, kein Nutrifood natürlich. Ja, Verträge. Transportmissionen gibt es. Dann Stadtfahrzeuge gibt es keine. Hafer kann man nicht verkaufen. Okay, das ist. Gut, Baumwolle kann man nicht verkaufen. Baumwolle hat man aber. Ja, Baumwolle kann man nicht verkaufen. Eier geht nicht, Wolle geht nicht, Milch geht nicht. Hackschnitzel geht nicht. Da fehlt Stroh. Stroh oder Heu. Ja. Okay, die erste Karte heute war zum Empfehlen. Nummer 2. Bitte nicht ärgern. Und das heißt, ja, nicht downloaden. Also, von mir definitiv keine Empfehlung. Weil man kann nicht alles verkaufen, obwohl die Fälle ja nicht immer so schlecht wären, aber ja, leider kann man das Ganze nicht verkaufen. Ja, das muss ich leider sagen. Also, ja, sie ist also halbwegs eben. Sie ist eigentlich eben und die Bäume lockern das Ganze nur etwas auf. Aber so richtig das Feeling, wo ich sage, ich will diese Karte spielen oder sie gefällt mir, die würde ich gerne spielen, das hat sie bei mir nicht. Beziehungsweise, oder sagen wir so, das ist meine Meinung. Also für mich hat sie keinen Grund, damit ich sie anfangen kann zu spielen. Ja. Soweit, so gut. Angeblich sollten es hier 8 Farmen sein, 3 Höfe, ein Shop, Getreide, Wirtschaftsgebäude sind alle statisch animierte Objekte. Es gibt auch benutzerdefinierte Lichter. Verkehr sollte auch da sein. So. Die Straßentexturen sind auch eigens verändert worden und ja, angeblich sollten es 137 Felder sein. Leider ist das nicht der Fall. Also irgendwas ist da gewaltig schief gegangen. Ja, alleine deswegen schon. Keine Empfehlung meinerseits. Okay, willkommen Port Limbo Version 0.4. Ich habe sie etwas früher reingenommen, obwohl sie eine Alpha ist, weil ich finde, diese Karte schaut nicht immer so schlecht aus. Ich habe nämlich von Oma Tana, das ist die Modderin, ein Video gesehen, wo sie die neueste Version vorgestellt hat. Und eins kann ich sagen, man startet immer am Pier. Und dann, wenn man den Hof hat, geht es natürlich weiter. So, die Port Limbo. Es gibt einen Haupthof, den haben wir da unten mit einem Feld, 2 Felder, Stadtfahrzeugen und wenn man nach dem ersten Mal starten, sich wieder speichert und wieder einsteigt, ist man natürlich hier am Haupthof. So, was haben wir denn da? Ah, da steht noch was. Ja, wie gesagt, Alpha und das heißt, es wird einmal nicht so genau geschaut, wie das Ganze ausschaut. Das gefällt mir mal, wie das Schiff hier herumgeht oder herumschwimmt. So, es gibt auch Forstgebiete, angeblich sollten
diese Gebiete ohne Probleme zu meistern sein. Würde ich auch fast sagen. Weil es eine Wiese gibt es. Dann 23 Felder, zwei Wiesen, 9 Verkaufsstellen, Forst habe ich eh schon gesagt. So, dann weiter. Verträge gibt's, ist mir super. Für Stahlfahrzeuge haben wir schon gesehen, dass es sie gibt. So, verkaufen. Ah, das ist wunderbar. Bis auf Glühmis geht alles. Das Einzige, was mich noch reizen würde, wäre wirklich Multifood. Nämlich alles, was man für Mais Plus bräuchte. Das wäre mir persönlich ein Anliegen. Aber ja, es muss nicht sein. So. Also, man hat alles, was man braucht im Prinzip. Das kleine Waldstück schaut mal schon gut aus. Bauen wir mal kurz ein bisschen herum auf dieser Karte. Also, schlecht schaut sie auf gar keinen Fall aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auf der einen Seite ist da das Meer und auf der anderen Seite gleich die Berge. Also, schaut wirklich toll aus. Und das hier heroben. Da muss ich gleich einmal sagen, das ist dazu gedacht, dass man sich hier seine Felder selbst herstellt oder erstellt. Wie zum Beispiel auf der Nomen's Land. Und das gefällt mir wieder mal super gut. So, die Feldpreise sind, naja, sie gehen. Und vielleicht ein bisschen zu niedrig, aber ist nur meine Meinung. Und was haben wir jetzt bei der Version 0.4 wieder zu bekommen? Einen Landmaschinenhändler, Werkstatt beim Shop und auf dem Hof. Ist sie jetzt verbaut, die Werkstatt? Dann gibt es Hafengebäude. Und im Großen und Ganzen. Ja, Verkaufsstation gibt es jetzt am Hafen. Am Hafen kann man jetzt auch Tierfutter kaufen. Und ja, wie gesagt, die oberen Bereiche sind für jeden selber zum Gestalten, beziehungsweise hier kann man im Prinzip auch noch selber gestalten, wenn man zum Beispiel diese zwei Felder zusammenlegt. Würde auch was Schönes daraus oder würde was Schönes daraus hervorgehen. Es schaut so aus, als würden hier auch andere Bäume wachsen. Schaut ja mal nicht so schlecht aus. Gefällt mir sogar auf der einen Seite, weil so sind halt nicht die ganzen Standardgebäude hier. So, wie gesagt, flach ist sie nicht. Ja. Ein paar Vögel sind unterwegs. So, das ist irgendwie ein bisschen. Ich glaube, das sollte ein Hof sein, den man noch weiter besiedeln kann. Aber gut. Ja, schöne Städtchen. Also, Oma Dana, danke für die Karte und schöne Grüße gehen natürlich auch raus. Diese Karte ist auf jeden Fall, ja, das Einzige, was ich mir momentan noch auffällt, ist die rechteckigen Felder. Mir persönlich gefallen sie nicht so. Aber Oma Dana, das ist deine Entscheidung. Wie von jedem Mapper. Und ich sage, wie ich auch jedes Mal sage, das ist nur meine persönliche Meinung. Wie, was und wann, was mir gefällt und was nicht. Aber dass man oben selber fliegen kann, das gefällt mir. Die ganzen Büsche gefällt mir auch. So, gut. Dann kommen wir zu einer weiteren Karte.
Gut, und weiter geht es mit der FSHame Version 6.1. Gut, diese Karte kommt vom Henker Remus und rein von den Feldern her schaut diese Karte nicht einmal so schlecht aus, nur das ganze Große stört mich jetzt ein wenig. Beziehungsweise, ja, man kann es zum Beispiel verkaufen und man hat im Prinzip ja 73 Millionen auf dem Konto. Das heißt, man braucht eigentlich sonst nichts tun, man kann sich schon alles kaufen, was man möchte. So, Feldaufteilung gefällt mir gut. Multifrut haben wir nicht. Eine Transportmission gibt es. Dann Stoffzeuge, schauen wir uns gleich an. Verkaufsstellen bis auf Stroh kann man dann alles verkaufen. Naja. Was soll's? Ja, das ist gut gemacht. So, der steht wahrscheinlich auch irgendwo herum, wo nichts drin ist. Der mitten im Feld. Sämaschinengewicht. Der Ditto. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Es sind schon ein paar Stellen auch verbaut. Aber ja, das schauen wir auch gleich hin. Und Schweinemast und alles drum und dran. Es gibt jetzt Autoverkehr. Dann bessere Abwasserabsaugmöglichkeiten, die im Wasserwerk abgegeben werden können, beziehungsweise Reinigungsanlage. So. Missionen gibt es im Dorf. Gibt es sonst noch interessante Dinge? Ja, kaufbares Feld, beziehungsweise Felder. Okay. So weit, so gut eigentlich zu dieser Karte. Komplett eben ist sie leider nicht, aber Gott sei Dank nicht, sonst wäre sie ja zu langweilig. Aber ja, mehr gibt es leider nicht, beziehungsweise mehr interessante Dinge gibt es nicht zu dieser Karte zu sagen. So, und weiter geht's. Und weiter geht es mit die großen Länder Europas. Nämlich die Karte ist von AG Modding Version 1.0.0.2 und sie ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. So, im Prinzip eine normale Karte ohne Multifruit. Aber dafür gibt es Transportmissionen und Verträge. Stadtfahrzeuge sind auch da. Verkaufen kann man, naja, bis auf Hackschnitzel, alles. Naja, so, das große besitzt man auch und die kleine natürlich. So, gut, weiters. Gibt es einen Zuchtbetrieb für Kühe, Schlafwacht zum Verkehrs, eine Verkehrsstelle? Ja, Stadtfahrzeuge sind auf das Minimum reduziert. Dann folgende Dinge wurden jetzt verändert, nämlich die Bäume. Eine BGA gibt es jetzt auch. Die suchen wir mal gleich. Ah, da ist die BGA. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das passt. Verkaufsstellen für Zuckerrüben und Kartoffeln sind dazugekommen und die PDA wurde verbessert und mehr Änderungen gibt es nicht auf dieser Karte. An für sich, ja, die, wie soll ich sagen, nämlich die Felder sind ein bisschen zu groß, vor allem das Feld 16. Aber gut,
Jeder darf natürlich wie immer seine eigene Meinung dazu haben. So, und die letzte Karte für heute ist die Mountain Hill 2021. Wer hätte sich das gedacht, dass hier noch einmal ein Update kommt? Dieses Mal ist die Version 7.5.1 an der Reihe. So, und ich lade mal den Bergbauer. Junge gesehen hat vier verschiedene Stadthöfe, gibt es zum Ausdrucken. Sie ist Seasons Ready, Precision Farming Ready und Manure System Ready. Diese Karte ist eine Vierfachkarte. Und es gibt 60 kaufbare Waldstücke, 95 Felder und jede Menge zu tun. Natürlich ist sie auch Seasons Ready. Ja, habe ich ja schon gesagt. Und sie kommt vom guten Silent Gamer. So, aber diese Karte hat nur eine Änderung bekommen, nämlich in den Produktionspaletten wurde eine Änderung vorgenommen. So, weiters würde ich mal sagen, dass es das Ganze für heute war. Ich wünsche natürlich jedem noch ein schönes Wochenende. Und punkto Mountain Hill, ja, also wirklich top, nur leider ist sie mir für, ja, Multiplayer, weil wir meistens zu zweit spielen, ein bisschen zu groß. Aber sonst wirklich eine schöne, angenehme Karte. Und wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, wenn es euch gefallen hat. Beziehungsweise schaut euch auch meine anderen Videos an. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche Dienstag und bis dahin genießt das Wochenende. Ciao, ciao.